Dann gucken wir mal, wie wir uns gegen den Erdgenius schlagen. Auch ein Erdgenius, glaube ich. Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. Die Decke wäre ohne diese Stütze eingestürzt. Okay. Ouch. Komm, Geralt, es sind nur noch ein paar Schläge. Jo. So, dann holen wir uns mal unsere Belohnung. Aber vorher möchte ich noch gucken. Ob wir einmal zum Versteck von Roche kommen. Dann können wir die Quest nämlich gleich mit erledigen. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Zum Teufel mit den Schwarzen. Du warst schon überall. Erzähl mal. Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern. Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Ja. Geralt von Riva. Gesund und munter. Ich könnte deine Hilfe in Kaer'morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also ja, mache ich dasselbe für Gott dich. Sei Dank. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Das wäre gut. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kaer'morhen. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Okay, Charakter. Du warst schon überall. Was? Da sehen sich die beiden. Ja. Okay. Gut, Waffenbruder und Novigrad haben wir gleichzeitig noch abgeschlossen. Halte ich lieber vom anderen Fluss. Auch das ist schon mal sehr gut. In Novigrad wirst du keine Monster finden. Das ewige Feuer brennt. Ach. Hey, Hüpfer. Was muss ich tun, um deinen schönen Tag zu kriegen? Warum schreien die immer an der gleichen Stelle, ey? Ich verstehe es nicht. Nein, aber hier lang. Schon wieder du, rivischer Raumtreiber? Ja. Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Wirklich? Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem? Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren? Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah, dein Lohn. Bitte. Und leb wohl. Ein Auftrag für
Auftragsmörder. Ich frage mich, ob er stolz ist. Okay. Oh, wir sind Stufe 24. Die Frage ist jetzt halt. Das war auf jeden Fall das Zeichen, wenn wir jemanden davon abhalten wollen. Ah, okay, das hier. Dann machen wir das hier auch mal. Weil es auch schon ganz schön nützlich wird. Trinken wir, es wird schon ab. Das zweite Schwert. Okay. Dafür müssen wir wohin? Wir müssen nach Gänsemöse. Das ist ein wundervoller Name. In der Gänsemöse. Ja, machen wir doch. Den Ort sehen wir noch nicht warm bisher. Ich bin nur froh, dass Roche uns jetzt also auch hilft. Das ewige Feuer beschützt uns. Ja, der ist noch Angst, dass er uns vielleicht nicht helfen wird. Ein Mörder treibt sein Unwesen in der Stadt. Aber du hast keinen. Aber dem war Gott sei Dank nicht so. Bist du aber ein langer Lulatsch? Ah, ich bin ein langer Lulatsch. Hast Grüß du irgendwas? Dich. Meinen. Schwer zu. Genau wie. Ich sehe mich mal um. Gut, das können wir auch verkaufen. Leb wohl. Wir sehen uns wieder, das weiß ich. Ja, mal gucken. Also, wir kommen ins nächste Dorf. Irgendwas dabei? Nein. Huch. Ich kann nur alle.
Okay, die Frauen haben da jetzt Spaß. Lang lebe Radovid. Ja. Hörchen. Willkommen, Meister Hexer. Ich habe die Nachricht gelesen. Der Auftrag interessiert mich. Das ist gut. Großartig. Ich heiße Brian Hodge. Ich hab den Zettel aufgehängt. Ich brauche Informationen. Ja, natürlich. Durch einige bedauerliche Ereignisse bin ich in den Besitz eines Waldes gekommen, der gerodet werden sollte. Bei Novigrad, weit weg von den Straßen, nahe am Hafen. Leicht verdientes Gold. Ich musste nur Holzfäller anheuern und Münzen zählen. Mich interessiert das Monster, nicht dein Geschäft. Das hängt alles zusammen. Pass auf. Ich heuerte Zwergenholzfäller an, aber sie sagten, im Wald würde es spuken. Ich hielt sie nur für faul. Dann eines Tages sind sie in den Wald gegangen und nur einer ist wieder rausgekommen. Er sagte, eine Art Waldteufel hätte sie angegriffen. Ich übernehme den Auftrag. Wo finde ich diesen Holzfäller? Hier irgendwo. Zuletzt hat er seinen Lohn versoffen. Zu Ehren seiner toten Kameraden. Hm, noch nicht schlecht. Schreit los, ah, okay, da ist er. Dankeschön. Willkommen, Reisender. Krieg mit mir, du Schwanzlutscher. Krieg dir was hinter die Binde, damit meine Freunde in Frieden ruhen. Sie wurden fertig gemacht, aber ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung, wen oder was ich verfluchen soll. Ich habe mit Brian Hodge gesprochen. Er hat mir vom Tod deiner Kameraden erzählt. Das Arschloch. Wir haben ihm gesagt, dass sich was Schreckliches im Wald rumtreibt. Aber er wollte nicht hören. Er hat mich angeheuert. Er will, dass ich die Bestie finde, die dich und deine Freunde angegriffen hat. Wirklich? Nun, dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Guter Mann, Brian. Aber ein Halbling. Erzähl mir von dem Angriff. Woran erinnerst du dich? Wir waren auf dem Weg aus dem Wald, mit Holz beladen wie Packpferde. Plötzlich hörten wir ein Heulen wie von einem Wolf, einem Rudelführer. Wir sind gerannt, aber das Wagenrad ist stecken geblieben. Magnus Richter rief, ich solle die Armbrüste aus der Hütte holen. Also bin ich los. Als ich zum Wald zurückkam, alle massakriert. Ich habe meine Freunde nicht wiedererkannt. Danke, das war wirklich hilfreich. Töte das Scheißding, ja? Ich will hier wieder raus. Warum so eilig, mein Prinz? Weil ich hier nicht sein will. Ich will hier einfach nur von dem Steg weg. So, Plötze. Da. Zeichen. Beweg dich. Du Plötze, wir haben es im Buch. Ein bisschen eilig. In diese Richtung wollen wir. Warte, wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da. Nicht so schnell, Plötze. Also hier entlang reiten. Wir haben einen Sack Pinsel für mich. Sogar die Hilfe. Ich wollte gerade sagen, da will ich aber nicht lang. Hier will ich lang. Das hat wehgetan. Naja, was euch nicht alles so weh tut, nicht? Oh Gott. Ach, Plätze. Okay, das ist jetzt die Holzfällerhütte. Die Holzfällerhütte. Ich muss den Ort finden, wo sie gestorben sind. T.
tiefe Rillen. Hier muss der Holzfällerwagen gehalten haben. Dann sind sie diese Straße runter, vermutlich auf ihre Lichtung zu. Ah, da klingt es nach Ertrunkenen. Oder nee, Neckar. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Zwei Zwerge und was Großes. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Zwei Zwerge und was Großes. Ja, alles gut. Ein Zwerg ist hier entlang. Ein verwundeter Zwerg wollte fliehen, hat stark geblutet. Hat den Felsen zerkratzt, muss wütend gewesen sein und stark. Tiefe Wunde am Rücken, ist verblutet. Mhm. Und hier geht auch nur eine Spur lang. Er wurde von Wurzeln zu Boden gedrückt, bis er erstickt ist. Alles deutet auf einen Waldschrat hin. Oh nein! Einen Jungen. Er ist noch nicht lange hier. Ich muss sein Totem finden. Krähen dienen Waldschraten. In der Nähe des Totems müssten welche sein. Das sind nicht die Vögel eines Waldschrats. Falsche Spur. Wahrscheinlich in diese Richtung. Gewöhnliche Raben, wie es scheint. Keine Spur von einem Totem. Natürlich nicht. Hier. Sieh an, ein Waldschrat-Totem. Um es zu zerstören, muss ich ihn reizen und dazu bringen, den Bau zu verlassen. Und das tue ich wie? Achso. Das kann heiter werden. Der letzte Kampf gegen den Waldschrat war ja relativ spektakulär. Verdammt, bist du hässlich. Denke mir auch gerade. Und ich blöde Kuh habe mir keine weiteren Dinger gemacht.
Okay. Das ging ja noch. Gut, dann einmal zur Holzfällerhütte zurück. Gehen wir das in die Richtung. Ja, die hier. Und dann machen wir das einmal per Schnellreise. Geht denn deutlich schneller, als wenn ich erst nochmal zu Fuß dahin reisen würde. So viele Fragen. Warum sind die hier drin eigentlich nass? Willkommen, Meister Hexer. Ich habe den Waldschrat getötet, der die Holzfäller angegriffen hat. Das ist wunderbar. Großartig. Ich muss mich nach neuen Holzfällern umsehen. Aber es gibt genügend Leute, die Arbeit suchen. Aber kann ich sicher sein, dass nicht noch ein Waldschrat auftaucht? Das kann immer sein, würde ich sagen. Dann brauchst du einen Hexer. Ah, ja, ja. Du hast dir eine Belohnung verdient. Ich gehöre nicht zu denen, die gute Arbeit nicht bezahlen. Leb wohl. Okay. Ja, ja, die Hauptquest, da wollen wir ja noch gar nicht. Ja gut, der 26er-Auftrag. Ja. Würde ich noch nicht machen. Das heißt, ich würde das hier jetzt einmal machen. In diesem Regen kann keiner arbeiten. Ach da. Aber noch da unten. Was führt dich her? Ich habe eure Nachricht gelesen. Wer kann mir etwas über das Monster erzählen? Ja, ich. Eine Patrouille ist verschwunden, irgendwo am Südufer des Sturmsees. Wir wollen wissen, warum. Warum sollte das Arbeit für einen Hexer sein? Südlich von hier leben ein paar Ziegelmacher. Im Dorf Kleinweg. Jetzt ist es fast leer. Viele haben es verlassen. Wir erzählen von einem mordenden Monster. Dort treiben sich keine Redanier rum, das wäre dumm. Und Räuber greifen keine Kaiserlichen an. Das wäre noch dümmer. Also bleibt nur eines. Ein Monster. Du musst herausfinden, was mit dieser Patrouille passiert ist. Im Königreich ist das Leben seiner Soldaten viel wert. Finde heraus, was geschehen ist. Die Belohnung wird anständig sein. Abgemacht. Ich finde heraus, was mit eurer Patrouille geschehen ist und ob es wirklich ein Monster in Kleinweg gibt. Gut, gut. Okay. Einmal alle 3 Monate warten. Es gibt natürlich. Na doch, du wenn hin. Wäre eine Option. Okay.
da. Gut, hat man zumindest ein bisschen Weg gespart. Weil jetzt war nicht so enorm viel, aber fast schon. Zeig mir, was du zu bieten hast. Oh, ich will sie auch einmal kürzer machen. Setzen wir das mal auf, dass da der Mond ist. Okay, kriege ich dich? Stimmt, das ist das Viech, was wir schon mal getroffen hatten. Jo. Ich kriege ihn mittlerweile. Das nenne ich Gerechtigkeit. Unten. Das hier. Weiß ich nicht. Naja. Wir sind zum Glück hier gleich da. Hier sind überall solche Zeichen. Seltensam. Was ist hier? Ach, nur Wölfe. Auch Wölfe. Okay. Eine XXL Wölfe. So. Ich würde gerne einmal meditieren. Der Kleinweg. Ghule. Und wo Ghule sind, da sind Leichen nicht weit. Na kommt hier meine kleine Ghule. Oh, die kommt ein Ghul. Sagt ich. Ist da jemand? Ihr könnt rauskommen. Es ist wieder sicher. Ah, okay.
Schicksal. Was ist passiert? Die Nilfgaarder haben hier geplündert. Nach Wertsachen gesucht. Als ob wir was hätten. Wer hat sie getötet? Ihr ja sicher nicht. Ich weiß nicht. Müssen die Bestien gewesen sein, die du abgeschlachtet hast. Die Sache stinkt. Und damit meine ich nicht die Leichen. So war es aber. Warum sich länger den Kopf zerbrechen? Du verheimlichst mir etwas. Ich werde herausfinden, was. Hier gibt's nichts. Nicht mal die Schwarzen haben was gefunden. Aus dem Weg. Die Götter seien mit dir. Okay. Alter, lass mich hier durch. Das war kein fairer Kampf. Hatte keine Chance. Die Kiefer sind so stark, dass sie die Rüstung zerdrückt haben. Mit großer Kraft auf den Boden geschleudert. Innere Blutungen. Der Geruch von Blut ist noch stark. Ich sollte ihm folgen. Okay. Hier gibt es nichts. Die Spuren führen zu diesem Haus. Was ist hier passiert? Wie meinst du das? Letzte Chance. Was ist mit den Nilfgaardern passiert? Was ist hinter dieser Tür? Was weiß ich? Hör mal zu. Wenn du mir nicht alles sagst, was du weißt, könnt ihr alle sterben, klar? Kannst du mit dieser Bürde leben? Unter dem Dorf gibt es Tunnel. Tunnel? Elfenruinen. Wir haben dort nach Schätzen gesucht und die dann an Händler aus Novigrad verkauft. Niemand hätte mit etwas Bösem gerechnet. Im Schutt haben wir eine Kammer gefunden mit einer schlafenden Bestie. Wir haben die Stützbalken zerstört, die Decke ist eingestürzt. Aber das Monster wurde nicht begraben. Wie sah das Monster aus? Es war so dunkel da unten. Ich konnte nichts sehen. Und wie hat es die Nilfgaarder umgebracht? Ich bin weggerannt. Ich hab's nicht gesehen. Gib mir den Schlüssel für die Tür. Du willst reingehen? Nein, ich will mir daraus eine Halskette basteln. Und jetzt her mit dem Schlüssel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr habt euch zum Bau des Monsters gegraben und dann den Eingang verschüttet. Aber die Nilfgaarder haben ihn geöffnet und nach Schätzen gesucht. Das Monster hat die Schwarzen getötet und ist in seinen Bau zurück. Ihr wolltet die Leichen begraben, aber der Gestank hat die Ghule ins Dorf gelockt. Stimmt das so? Ja, das war so, wie du sagst. Ich gehe runter. Wenn ich lange wegbleibe, lauft weg. Die Tür zu verrammeln, zuzunageln, nützt nichts. Es muss andere Wege aus den Tunneln geben. Okay. Fellstücke. Ein Ekima hat hier geschlafen, schon wieder. Bis er von den Dörflern geweckt wurde. Die Bretter lassen sich anheben. Sesam, öffne dich. Okay. So, und bitte diesmal die Leiter. Nachdem wir ein einziges Mal von der Leiter runtergefallen sind, möchte ich das nicht nochmal erleben. Ja. Rüstung zerfetzt, Arterien aufgerissen. Das hat nämlich das eine Mal das Leben gekostet. So. Hallchen.
Klitzekleines Blutbad, würde ich sagen. Sollte vielleicht mal sich den Bart schneiden lassen. Der Rasti. Okay. Ja. Ging aber, ne? Na gut, war aber auch ein 22er Auftrag. Hallo. So, gibt's hier unten noch irgendwas? Irgendeine Truhe? Ja. Sonst nur Pilze. Unmengen an Pilzen. Davon alle haben wir allerdings mehr als genug, deswegen nehme ich sie jetzt mal nicht mit. Reicht ja. Wenn wir wissen, dass sie dort sind. Gute Götter, er lebt. Ich habe einen schlafenden Ekima unter der Erde gefunden. Er war alt, muss viele Jahrhunderte geschlafen haben. Einen Ekima? Ein Vampir. Er wird euch nicht mehr belästigen. Hast du ihm den Kopf abgeschnitten und einen Flock durchs Herz gestoßen? Ich habe getan, was notwendig war. Geht nicht mehr in die Tunnel. Es gibt ja verschiedene Arten Ekima von sind keine Einzelgänger. Vampiren Wir in haben dich Witcher. Nicht beauftragt. Meine ich. Trotzdem hast du dir... Genau. Meine Bezahlung. Leb wohl. So. Und jetzt einmal zu den Nilfgaardern. Jetzt haben wir wenigstens hier die Schnellreise-Ding. Wo waren sie denn nochmal? Ich glaube, da hinten. Ja. Hier sind sie alle versammelt. So. Was führt dich her? Der Auftrag. Ich bin wegen der vermissten Patrouille hier. Ich war in Kleinweg. Ein Vampir hat das Dorf terrorisiert. Deshalb sind sie nicht zurückgekehrt. Ekimen sind harte Gegner, selbst für einen Trupp Soldaten. Naja. Wir werden sie in Ehren begraben. Als Helden. Deine Belohnung. Du hast sie dir verdient. Belohnung. Sehr schön. So. Damit hätten wir das auch erledigt. Also das sind ja die... Wobei, warte, waren wir noch was? Die sagen, das ist alles das Gellige. Nee, okay. Aufträge. Will ich den hier auf jeden Fall noch machen? Oh Gott, das ist ja am Arsch der Welt. Aber dazwischen ist ein Fragezeichen. Nee, wir werden da auch mit Schnellreise hin. Diese ganzen Fragezeichen-Dinger werde ich mal ein eigenes Stream machen. Wieder für. Vielleicht nächste Woche Mittwoch. Dann werde ich ja mal gucken, dass wir da die ganzen Fragezeichen abgrasen. Sind mir eigentlich erstmal nur diese ganzen Nebenaufgaben wichtig.
lustig wird es auf jeden Fall, ins Gellige da alles zu erforschen. Und zu erkunden. Weil wir uns da ja noch so um gar nichts gekümmert haben. Komm schon. Außer halt um die Hauptquest. Deswegen. Das wird dann nochmal ein hartes Stück Arbeit. Und ja. Aber diesen einen Auftrag mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Jemand ist gelaufen. Schnell, panisch. Tiefe Abdrücke, die plötzlich aufhören. Klauenspuren. Da ist jemand in den ausgelaufenen Wein getreten. Jemand wurde gefesselt. Der Strick wurde hastig mit einer stumpfen Klinge durchtrennt. Ein Flugmonster ist herabgestoßen. Den Klauenspuren nach war es ein Wyvern oder ein Gabelschwanz. Das Weinfass ist zerschlagen, aber die Leute konnten offenbar entkommen. Ketwini, der Geruch wird noch lange bleiben. Natürlich würde er das. Und wir folgen ihm natürlich mal wieder. Geralt, der Spürhexer. Die Spuren führen zur Höhle. Bei Kreve, deine Augen leuchten so im Dunkeln, ich dachte schon, die Echse kommt. Das Ding, das angegriffen hat, wie groß war es? Zu groß, um sich hier reinzuquetschen. Es war riesig. Und diese Zähne. Oh. Wir sind mit knapper Not entkommen. Ob es die Kaufleute erwischt hat? Drauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Jetzt kommt's drauf an, hier rauszukommen. Kannst du helfen, Hexer? Wer von euch ist Tomil? Der da drüben. Das Biest hat ihn gekriegt. Aber woher weißt du? Sein Bruder hat mich gebeten, nach euch zu suchen. Ich muss mich um das Monster kümmern. Lange werde ich wohl nicht suchen müssen. Wyvern bringen ihre Beute gern zum Nest. Wir warten hier. Wollen dir nicht im Weg stehen. Das hier ist königlicher Mist. Wyvern, ich Glückspilz. Ich glaube, wir haben gar nichts, um die Wyvernnester zu zerstören. Wenn ich mich recht im Sinne, brauchen wir dafür ganz bestimmte Bomben. Hier war auch noch was. So.
Okay, da kann ich nichts weiter herstellen. Das Witzige ist, ich finde aber halt auch die Teile für die eine Bombe einfach nicht. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo ich da rankomme. Drakoniden-Nest. Ich muss es zerstören. Okay. Diesmal haben wir einen dafür. Ein Drakoniden-Nest. Ich muss es zerstören. Okay. Nein, ich wollte noch einmal hin. Okay. Nein! Geralt slidet einfach mal hier so runter. Ich bin halt auch einfach mal voll abgerutscht. Scheiße, ey. Okay, ich glaube, wir kommen da nicht so wieder hoch. Kacke. Ja, also, das kann auch irgendwie nur mir passieren, ne? Wie kommen wir da jetzt wieder hoch? Ich wollte dem Viech doch nur einmal ausweichen. Da rutschen wir wieder runter. Merke ich doch jetzt schon. Leute? Nee. So. Wir haben es zumindest wieder hier hoch geschafft. Ist ja schon mal was. Ey! Okay, ich laufe jetzt nicht hinterher. Was jetzt, du Stück Dreck? Und da ist er. Aua. Nicht besonders stark. Aber wie gesagt, wir sind ja auch ein paar Level drüber. Deswegen. Der ist ja riesig. Wie heißt er nochmal? Gustav. Königlicher Wyvern. So groß werden sie sonst nicht. Hat wohl viel gefressen. Von den Reisenden auf dieser Straße. Wie nennt man dich, Meister? Geralt von Riva. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. Ja. Wow. Sehr schön. So, hatte ich das eine jetzt hier? Nee, hatte ich nicht. Gut, und wir brauchen Gott sei Dank gar nicht weit laufen.
Herr Wag, könnten Sie bitte... Danke. Ich möchte doch nur Hackfleisch aus Ihnen machen. Wenn man bedenkt, dass die Wölfe bis vor kurzem Hackfleisch aus uns gemacht haben. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sei gegrüßt. Ich habe eure Freunde gefunden. Ja, ich habe mit ihnen gesprochen. Verdammter Jammer, dass Tomil es nicht geschafft hat. Hier, nimm dies. Danke. Mach's gut. Gut. So. Ich glaube, ich werde hier aber auch für heute erstmal aufhören. So weiter. Beim nächsten Mal werde ich einfach mal das hier machen. Dann haben wir das schon mal eingegeben. Und ja. Das ist einfach das Spiel. Yeah.